Der nächste Großmeister, Eric Kensen. Wieso kriege ich denn schon wieder so viele Großmeister hier? Da kann er auch hin. Ja, wieso auch nicht, ne? Springer E4 finde ich komisch. Jetzt kann er nicht kurz rochieren wegen Turm D7. Was plant er hier? Er denkt sehr lange nach. Ja, ich habe es irgendwie befürchtet, dass er den spielen will. Aber man muss hinschauen und sagen, dass es gar keine Drohung ist. Was macht er denn nach Läufer D3 hier? Er muss sowas wie F5 spielen, ne? Okay, der geht auch. Ich habe Turm E1. Gott, sieht das schlecht aus wie. Na, ich will die Rochade verhindern. Wenn ich so spiele. Es gibt viele gute Züge. Läufer D6, Springer G5. Aber ich will, dass er nimmt, Läufer C4 und dann kann er nicht rochieren, ne? Das ist meine Idee. Droht Springer F7. Läufer C7 ist auch eine Idee, oder? Naja, kommt dann nach D2 rein. Ich muss Turm E2 spielen. Ich muss Türme verdoppeln. Vorsicht mit dem Läufer, Springer. Turm E2. Da steht er natürlich nicht so toll. Ruhig bleiben. Läufer C7, Turm D3, Springer L4. Läufer C7 ist sehr stark. Turm D3, Springer L4. Der Turm hat gar keine Felder. Ist Läufer C7 sehr stark. Und dann Springer L4. Aber auch... Ja, das ist ein guter Zug. Ja, das ist ein guter Zug, leider. Er versucht, Gegenspiel zu kreieren. Nehmen wir weg. Es gibt natürlich das Problem mit G2 hier, ne? Das sehe ich ein. Aber jetzt kann ich den angreifen. Boah, gar keine Zeit mehr. What the fuck? Wieso kann ich hier nicht nehmen? Bin zu langsam. Stand völlig auf Gewinn. Schade. Er ist deutlich schneller als ich, ne? Das ist bitter. Hat er das gesagt? Ja, das ist nett.
Läufer A6 wäre auch eine Option. Ich spiele schon wieder gegen Hansen, ne? Unglaublich. Wieso spiele ich schon wieder gegen Hansen? Dame B2 wäre auch interessant gewesen. Dame B2 ist sehr interessant in dieser Stellung. Ich glaube, ich stehe schon wieder riesig. Oh, die Sau. Mann, ich will nichts installieren hier. Jesus. Alles gesehen, ne?